Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch und es ist bewölkt ein bisschen. Guckt mal. Ich bin sehr froh drüber. Auch ein leichtes Windchen weht, dass wir zumindest jetzt keine Sonne haben, weil der Schweiß läuft in Strömen. Ich sag's euch, obwohl keine Sonne ist. Es ist so feucht. Richtig schön ist es gerade. Bisschen Wind, aber wirklich unheimlich feuchte, warme Luft. Auch die Hunde hecheln, wie ihr seht. Aber die machen das ganz gut. Ich glaube, die freuen sich auch, dass gerade keine Sonnenstrahlung ist. Ja, aber heute Nacht muss ich mal berichten. Also das war überhaupt nicht schön, weil ich habe diesen eifersüchtig. Guck mal, dass ich mit dem Handy rede, ne? Ein schlimmer Finger bist du, Bonjuk. Ja, bist eifersüchtig, dass ich mit dem Handy rede. Das sind doch nur unsere Zuschauer. Dann müsst ihr doch nicht eifersüchtig sein. Schnapp. Wir sind immer eifersüchtig. Immer. Auf alles. Ja. Genau. Heute Nacht habe ich nicht mehr richtig atmen können. Ne? Das war richtig furchtbar. Also nicht so, dass ich irgendwie, ich huste ja auch sehr viel. Vielleicht hat damit zu tun. Aber ich habe das Gefühl, erdrückt zu werden von der Hitze. Ne? Und ich habe da auch mal nachgefragt. Das Einzige, was ich dann machen kann in so einem Fall, ist halt die Klimaanlage anmachen. Und das mag ich ja noch viel weniger, weil andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich habe tatsächlich mehrfach darüber nachgedacht, die Anlage anzumachen. Es ist ein Gefühl, als wärst du in einem stickigen Raum, der warm, heiß und so ohne Luft ist. Wisst ihr, so einfach nur ein geschlossener Raum über Monate. Du gehst da rein und kannst dich raus. Genauso ein Gefühl. Es ist so eine erdrückende Hitze war das. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt heute Nacht, die ganze Nacht, das fing schon gestern Abend an, dass ich nicht richtig atmen kann, dass du nicht richtig durchatmen kannst. Das ist das richtige Wort. Und das ist richtig unwohl fühlst du dich dann so. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Aber das ist typisch für diese Luftfeuchtigkeit. Das habe ich öfters hier auch, tagsüber kommt das im Hochsommer öfters mal. Da hat wie gesagt, man muss halt die Klimaanlage dann anmachen, ne, damit es einem nicht so warm ist. Und aber diese Schwüle geht damit auch nicht weg, aber es wird so ein bisschen trockener, die Luft. Ne? Ja, aber beobachtet ganz genau, was Opa hier macht. Ich bin schon fertig, habe die Kacke noch nicht eingesammelt, ich habe auch nicht viel gesehen. Der Gärtner war ja gestern hier und hat sauber gemacht. Die haben da hinten zwar gemacht, aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe rein und versuche ein bisschen zu frühstücken. Geschlafen habe ich auch wirklich sehr schlecht dadurch natürlich, dass es so wahnsinnig heiß war. Es war einfach nur erdrückend. Naja, aber wenn mein Mann hier ist, Allah ist das anders. Der macht nämlich gnadenlos Klimaanlagen an. Der kann das gar nicht ab. Deswegen genieße ich noch mal ein bisschen die Zeit ohne Klimaanlagen. Ja, aber soweit so gut. Ich habe auch noch ein bisschen Halsschmerzen. Aber da bin ich auch ziemlich sicher, dass das vom kalten Trinken kommt. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich huste auch viel, was natürlich auch damit zusammenhängen kann. Vielleicht sollte ich wirklich nicht mehr aus dem Kühlschrank trinken, aber mal ehrlich. Bei dem heißen Wetter. Lauwarmes Wasser. Nein, weil eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Es sei denn, ich mache das tatsächlich, ich verdünne das Wasser mit dem warmen Wasser, damit es nicht ganz so kalt ist. Ich glaube, das machen wir lieber mal. Wahrscheinlich kommt mein Dauerhusten jetzt wieder davon, weil ich so wahnsinnig viel trinke und immer aus dem Kühlschrank. Ne? Das ist natürlich gar nicht gut. Genau, haben wir recht. Also ich verdünne jetzt mal mit dem abgestandenen Wasser und dann ist es nicht ganz so kalt. Weil sonst, wie soll ich das, ne? Wenn ich es draußen stehen lasse, ist es wirklich piewarm. Richtig lauwarm dann. Ja, die Hunde haben auch relativ gut geschlafen. Die haben gar nicht gebellt eigentlich, tschuschuckisch. Und insofern, die Hühner haben heute Morgen auch nicht gegackert. Also gestern haben die ordentlich schon, oh, jetzt kommt der Gärtner, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Nee, der ist eigentlich auch schon da. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Naja. So sieht's aus. Was mache ich heute? Den Schrank aufbauen. Allah, ich bin selbst. Aber erstmal genieße ich meinen Morgen. Ich werde jetzt duschen und werde dann frühstücken, einen schönen Kaffee machen. Vielleicht wieder ein Ei braten, weil, wie gesagt, den Käse hier nicht. Es gibt doch keinen Käse hier. Also sowas wie Tilsiter, Gouda oder sowas, das soll es hier nicht geben. Meiner Meinung nach ist das alles so ein Kaschal-Verschnitt. Also die schmecken irgendwie nach Kaschal immer, nach diesem Käse, den man in den türkischen Geschäften findet. Ne?
Kennt ihr sicherlich, wenn ihr mal diese runden weißen Käse, so noch schmeckt das alles hier. Na gut, ich mache doch mal weiter und werde dann gleich frühstücken. Ciao. Jetzt sind wir fertig geduscht und ich versuche hier irgendwie mal Luft reinzubringen. Vielleicht sollte ich hier mal aufmachen, aber ich habe das nicht so gern, wenn die Türen auf sind. Egal. Es ist weiterhin ein bisschen bewölkt. Schuckisch. Aber die Sonne schafft es leider manchmal durch. Ah ja, hier mache ich jetzt auch mal auf. So. Und das hier vielleicht mal mehr, wenn ich das ganz aufmache. Dann. Ach, egal, ich mache das Ganze auf. So. Es ist wirklich unerträglich heiß, ne? Überhaupt richtig zu alles hier? Ja, ich glaube ja. Nee, ist nicht richtig zu. Scheiße, deswegen kommen die Mücken wahrscheinlich auch rein. Hier ist nicht richtig zu. Muss ich auch kleben. Naja, egal. Da müssen wir heute ran, inshallah. Ich will mal die ganzen Dinger ankleben hier mit Silikon, wenn ich denn genug Silikon habe. Okay. Essen. Leute, es ist so arm. Aber da ist auch das Gitter nicht mehr richtig, weil das haben die Hunde kaputt gemacht. Trotzdem, ich muss noch einmal die Gitter aufmachen hier. Mein Gott. Die Fenster richtig auf. Ist ja jetzt auch keiner mehr da. Kann ich das machen, glaube ich. Guckt ja keiner jetzt rein. Glaube ich. Hier. Oh ja, jetzt kommt ein bisschen Luft zu rein. Oh ja, das ist gut. Hallo, das ist richtig gut. Mal aufmachen und mal durchlüften. Okay. Das, ich glaube, das ist jetzt erstmal ausreichend. Puh, ein bisschen Luft. Das ist echt nicht auszuhalten, ne? So. Ja, ich mache immer alles mit Fenstern zu, weil natürlich der Gärtner hat einen Schlüssel. Und das kann jederzeit sein, dass er da auftaucht. Ne? Dann sitze ich da ohne Kopftuch und hast du nicht gesehen. Also mache ich schon nicht so gerne. Aber ja, es ist what it is. Es ist warm. Ich habe das Motorrad auch da gesehen, aber ich glaube, sie sind im Auto zur Arbeit. So. Ich will auch mal die ganzen Badezimmerteppiche rausholen und waschen, weil da war ich ja immer mit den Schafen und mit dem Hühnerdreck drin. Das will ich alles einmal waschen und dann komplett das Badezimmer einmal waschen. Zumindest den Schafsdreck schwimmt man nicht mehr. So. Thank you.
Ihr seht mich total nass geschwitzt, weil ich habe Videos eingestellt bis eben und alles nass, aber hilft nichts. So ist das hier in Alanya. Alle schwitzen sauer. Ich werde jetzt meinen Schrank aufbauen und das wird sicherlich dann nicht besser werden mit dem Schwitzen. Aber was muss, das muss, ne? So, brauche ich meine Brille. Sonst klappt gar nichts. Und dann nehmen wir mal den Teppich hier wieder weg, dass ich hier mal ein bisschen besser arbeiten kann. Und gleich, ich habe hier so ein bisschen gesprüht gestern, die Ameisen, ne? Aber setze ich mich jetzt nicht drauf. Mal gucken. Also, wir haben als erstes Step-Teil, haben wir Paja 11, 1 und 2. Ist natürlich richtig blöd, weil die keine Beschreibung hier haben, ne? Also ich denke mal, vielleicht habe ich hier irgendwie geschrieben. Hier eine Nummerierung, meine ich. Ne. Nirgendwo Nummern dran, ne? Oh, oh, oh. Das ist echt doof. Naja, ich hole mir die jetzt mal alle davor, damit ich hier nicht überlatschen muss. So, eins. Zwei. Und den Spiegel brauche ich, glaube ich, noch nicht. Dann habe ich da noch ein großes Teil. Habe ich nicht noch... Hä? Da fehlt doch irgendwie so ein größeres... längliches Teil, oder nicht? Oh, Hammer. Das fehlt mir gerade noch, dass jetzt hier eins fehlt. Mann, das ist echt doof, weil das nicht nummeriert ist. Aber ich habe hier so ein bisschen eine Übersicht. Hier haben sie so ein bisschen die Teile nummeriert, auch wenn keine Nummer draufsteht überall. Mal gucken. Also. Nummer 1 und Nummer 11 sind tatsächlich diese Teile wahrscheinlich. Nummer 3, also Nummer 1 ist das längste, bestimmt das hier. Das ist mit Sicherheit Nummer 1 und das ist mit Sicherheit Nummer 11. Und dann brauche ich noch Nummer 1, Nummer 11 und bei Nummer 1 ist das Unterteil. Nummer 2 ist das Seitenteil. Und das gibt zwei Seitenteile. Diese beiden. Das ist nun was? Das schmalere müsste das sein. Und das müsste Nummer 2 sein, glaube ich. Das müsste das Seitenteil sein. Vielleicht ist hier Nummer 3. Nee. Ha, hier ist eine Nummer. Das ist ja gut. Also ist das Nummer 2. Ja, da ist die Nummer. Schön. Nummer 2.
Okay, dann habe ich das schon mal alles und dann müssen wir, ich weiß, ich schwitze, es ist auch eklig, sieht nass aus, aber hilft nichts, ne? Ich schwitze, ich bin total nass, überall. So, und dann muss ich das mal alles auseinander kippen hier, sonst kriege ich das Gewurschtel nicht hin. So, ihr seht nicht so viel, ne? Aber ja, egal. Also ich ordne jetzt mal hier die ganzen Schrankteile. Vielleicht mal hier hin. Das brauche ich jetzt erstmal alles nicht. So, das sind die Aufhänger. Drei Aufhänger, zwei, drei davon. Und der Rest, den kann ich, glaube ich, ohne Ordnung hier liegen lassen. So. Und dann geht es mal los. Also, das untere Teil müsste eins sein. Vielleicht finden wir da ja auch eine Nummer irgendwo versteckt. Ja, hier ist eine Nummer. Nummer eins. Okay, den können wir ja loslegen. Also. Nummer 2 muss ich jetzt hier so komisch hinlegen, so seitlich, oder? Von oben. Also Nummer 2, das ist Nummer 3, ne? Ne, das ist Nummer 1. Ich brauche Nummer 2. Das müsste das sein. Ja, Nummer 2. So hin. So, meine Wunde ist übrigens ganz gut verheilt. Die sieht Alhamdulillah jetzt so aus, aber ich muss trotzdem aufpassen, dass ich mir nicht wieder alles aufratsche hier. Hier kommen jetzt die A3-Dinger rein und die A3-Dinger sind diese Stöpsel hier. Diese. Und die kommen wo rein? Die kommen erstmal da rein. Mir auch noch mal so einen Hammer, muss ich wahrscheinlich so, okay, geht rein. Da kommt nicht A3, da kommt A2 rein und A2 sind bestimmt wieder diese Dinger hier mit dem da und da kommt noch einmal der rein, okay. Da kommt wieder der. Und einer von denen. Okay, gut. Und dann muss ich da rein das Nummer 1 und. Nee, das Nummer 1 und in das Nummer 1 Teil muss hier. Nummer 1 Teil muss jetzt hier die beiden Sachen alle. Überall, nee, nur in die unteren erstmal. Das muss, ich werde das mal genauso hinstellen, wie das da jetzt auch steht. Rein, so, so, das heißt, in die beiden Dinger muss ich diese Schrauben wieder reinmachen. Gut, also einmal das, wie denn bitte? Achso, verkehrt rum, so, logisch. Dann da rein.
aber hä? Ich brauche vor allen Dingen wieder so meine Maschine. Die muss ich mal eben holen. Und geht das dann da nicht rein, bitte? Komisch, warum das da nicht reingeht, finde ich gerade sehr eigenartig. Mache ich da was falsch? Die beiden Löcher. Eigentlich nicht. Das muss nämlich dann. Hä? Das ist doch unten. Muss das selbst werden? Muss das so rein oder so? Wahrscheinlich so. Okay. Dann stelle ich das mal hin. Aber dann ist das hier so überstehend. Ist das richtig? Dass es hier so übersteht. Muss ja, das geht ja gar nicht anders. Das muss ja überstehen. Gut, reinstecken. Da geht es aber nicht rein. Warum? Wahrscheinlich wegen dem Stehdrehding hier. Nicht zu fest, aber nicht zu locker. Und dann Block 1. Und das ist der Block 2. Jetzt kommt der Block 2. Gut, dann müssen wir den mal dahin. Jetzt der Block 2. Dafür brauche ich Teil 3. 4, 6 und 2 mal 6. Also ich brauche 2 mal 6 und 4 und 3. Also Nummer 4. Steht hier jetzt doch, hier stehen die Zahlen. Ha, da stehen die Zahlen doch. Oma hat sie nicht gesehen. Ist aber auch wirklich nicht gut zu sehen. Guck mal da. Das kann ich doch nicht sehen da. Ohne Brille kann man das nicht sehen. Also Nummer 4. Nummer 4. Und 2 mal 6. Steht jetzt aber wirklich keine Nummer drauf. Das sind sicher Regale. Hier ist keine Nummer, da auch nicht. Doch, hier ist auch 6. Hä? Okay. 6. Was ist das? 3. Ich glaube, da kann ich alles. 2 mal 6 und 1 mal 3. So. Ist das auch wirklich richtig? Nee, ich brauche 4. Also ich brauche,
habe ich, das war 4, oder war das nicht 4? Das war 4. Gut. Das war 4. Und weil hier steht 60 drauf und nicht 06. Hier ist 60. Hä? Haben die überhaupt Löcher hier? Nee, doch. Nee, die haben gar keine Löcher hier. Mann! Hier steht 60 und nicht 06. 60 steht da. Und hier steht auch 60. Und bei denen steht nämlich gar nichts. Das weiß ich ja jetzt auch nicht. Also 4 habe ich. Ich habe Nummer 3. Und 4, 3 und ich brauche zweimal diese komischen 6. Aber das sieht eher danach aus. Denn die haben hier Löcher und die haben hier auch Löcher. Und die haben eigentlich gar nichts. Das sind Regale, das muss das sein. Oh Leute, der Schweiß, ne? Läuft alles runter. So, also dann nehmen wir nochmal die. Also. Jetzt werde ich die Nummer 4 mal so hinlegen, wie das Ding hier ist. Das ist aber, glaube ich, egal. Nee, ist nicht egal. Also einmal andersrum. So. Gut. Ich mache das immer genauso, wie das hier auch gerade liegt, weil die Löcher dann sichtbar sind. Ach so, und hä? Nee, doch so. So. Okay. Das ist nur immer knifflig. Jetzt habe ich hier immer die weiße, den weißen Rand und den nicht weißen Rand. Wie man das dann macht, das ist nochmal das Problem jetzt. Wie habe ich das da richtig gemacht? Da bin ich mir gerade auch richtig unsicher. Die haben gerade ein Auto transportiert. Mir egal, ich sehe niemanden. Also Nummer 6 muss mit So, und dann habe ich die anderen Löcher alle unten. Genau. So. Dann habe ich das eine. Habe ich